Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Video zu dem Spiel Revelation Online. Ich wünsche euch ebenfalls frohe Ostern und hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Revelation Online, wie ihr unten links sehen könnt, ist ein produktbasiertes Video, ein Werbevideo. Und ja, ich möchte das ein bisschen vorstellen. Das ist ein MMO, auf das ich jetzt unabhängig von dem Werbevideo relativ lange drauf gewartet habe. Die erste mögliche spielbare Version war Ende 2015, dann die erste Close Beta war Ende 2016 und 2017 hat sich das Spiel ein klein bisschen für mich im Sand verlaufen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, zu dem Spiel was zu machen. Ich habe ja mehrere Ansprechpartner und Kontaktpartner, womit sich sowas immer ergibt. Und jetzt kann ich mal reinschauen. Ob die Zeit dem Spiel geschadet hat, das finden wir jetzt zusammen heraus. Also wir belichten und beleuchten das Spiel aus allen Ecken und Enden und gucken mal, ob das was Feines ist oder nicht. Unabhängig aber davon, ja, könnt ihr, solltet ihr Interesse an dem Spiel haben, den Link unten in der Videobeschreibung benutzen und euch anmelden. Und als neuer Spieler bekommt ihr dann über meinem Link goldene Flügel in-game. Also, ja, Flügel, mit denen ihr fliegen könnt. Ich zeige euch das einmal ganz kurz, wie sich das wie das aussehen würde. Das ist diese Fortbewegungsmöglichkeit, die man hat. Und wenn man jetzt noch Flügel hat, dann wäre man wesentlich gezielter, schneller und genauer unterwegs. Also, ihr hättet da mir gegenüber einen kleinen Vorteil, ja? Ich habe diese Flügel nämlich nicht. So, jetzt schauen wir erstmal rein. Es ist ein MMO, wie wir es kennen. Es gibt auch ein, zwei vergleichbare MMOs, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, würde ich sagen. Wir spielen einen Gunslinger. Natürlich spiele ich einen Gunslinger, wenn es die Möglichkeit gibt. Also einen Revolverhelden, einen Charakter mit zwei Pistolen. In dem Fall sogar noch mit einer Sniper Rifle als Secondary Weapon. Kommt drauf an, welche Abilities man benutzt. Dann kommt die Sniper halt zum Vorschein. Die Hauptwaffe ist aber sind weiterhin die Pistolen. Es gibt noch Klassen wie Magier, Kleriker in dem Fall, normale Magier, Heiler, ja, ist ein Unterschied, Swordsman und so weiter und so fort. Ja, typisches MMO-Verhalten in dem Fall. Wir haben uns hier aber für den Gunslinger entschieden. Der Gunslinger ist halt einfach Main, ja, und Moment, ich habe hier noch eine, ne? Hier steht noch eine Belohnung. Warte, ich muss das hier kurz, damit der Button weggeht. Ne, da sind die Glückseier. Habe ich mich hier morgen? Okay, das ist klar. Ne, ich müsste eigentlich, habe ich alles eingesackt, ja? So, es gibt natürlich Login-Boni und log dich täglich ein, mach täglich das, ihr kennt das Ganze aus diesen Free-to-Play-MMOs. Der Item-Shop, und das finde ich ziemlich interessant, muss ich sagen, den gibt es erst ab Level 17, also wo man echt Geld ausgeben könnte, um sich Sachen zu kaufen, wie Cosmetics oder so. Das kannst du erst ab Level 17 machen. Ja, das finde ich ziemlich interessant, dass das von Anfang an nicht verfügbar ist. Weil gerade doch ist das nicht das, womit man versucht, ein bisschen Geld zu machen. Wir sind hier gerade im Anfangsgebiet, das Anfangsgebiet habe ich schon überstanden. Das ist so die erste kleine Instanz, die man hat, wo man ein bisschen questet. Da gibt es Cutscenes und so weiter. Hier seht ihr auch eben eine. Ziemlich cool, hä? Es ist möglich, sämtliche Cutscenes zu überspringen, aber Cutscenes anschauen gibt ebenfalls Ingame-Items, mit denen man die Möglichkeit hat, sich Booster oder sowas zu kaufen. Das heißt, die sollte man nicht überspringen. Manche Cutscenes könnt ihr nicht überspringen, weil die dort sogar Quicktime-Events haben. Das ist ziemlich cool. Ja, also das ist auch immer noch eine feine Sache. Das hatte ich damals das letzte Mal in Shenmue 2 auf der Dreamcast. Trotzdem ziemlich nice. So, Story gibt's natürlich auch. Ja, die kann man mit F, könnte man die Texte überspringen. Die anderen Charakter, wie ihr gerade hört oder hören würdet, würden auch reden. Ich selber habe, glaube ich, keine Stimme. So, die Quest wird abgeschlossen, weil wir meine Schwester da hier gerettet haben. Und dieses Menü funktioniert hier sogar, obwohl es so dreidimensional als Info aussieht, kann ich darüber Sachen
mir anschauen. Ich habe mittlerweile ja 5 Fähigkeiten. Gut, bin Level 12. Das ändert sich natürlich. Da kriegt man natürlich noch mehr. Ansonsten gibt es noch ein Portal zurück zur Stadt. Es gibt Tränke. Also wirklich sämtliche Sachen, die ihr aus MMOs kennt. Eine Besonderheit hat das Spiel aber trotzdem. Ja, wenn man jetzt ein bisschen auf PvP steht, dann hätte man die Möglichkeit, 3 gegen 3 Arena zu machen, 10 gegen 10 Battlegrounds, 20 gegen 20 Battlegrounds und sogar 30 gegen 30 Battlegrounds. Das ist ziemlich awesome. PvP finde ich ja immer ganz cool. Das war auch eigentlich der Grund, weshalb ich das Spiel damals, vor sehr, sehr langer Zeit, auf dem Schirm hatte, weil ich halt danach gesucht hatte. Wer mich jetzt schon länger verfolgt und weiß, welches MMO ich als letztes gespielt habe, er weiß auch, dass ich da PvP sehr, sehr gemocht habe. Und dass sich dieses Spiel hier wirklich sehr ähnelt, hatte ich da eigentlich sehr viel Hoffnung reingesetzt, dass es genauso cool wird. Und ich glaube, die muss ich besiegen. Ach ja, man kann auch, warte, wie geht das? Genau, ihr könnt auch Infight ausweichen. Das wird später für PvP sehr wichtig sein. Dafür würde ich aber die Tastenbelegung ändern, weil mir passiert ist, dass ich hier die ganze Zeit die falschen Buttons drücke. Ihr habt eine Ausdauerleiste, die seht ihr über meiner Waffenanzeige. Und damit kann ich nach hinten ausweichen, in die Luft theoretisch, ja, oder zur Seite. Den machen wir eben fertig. Viele Sachen gehen in der Bewegung, ein paar davon müssen casten. So, jetzt müssen wir weiter. Und zack. Wir können auch ein klein bisschen schweben. Ja, wir sind zwar ein bisschen langsamer. Wir können auch nach unten. Nämlich an Son Gohan von Fighters. Den Koch, den sehe ich auch öfter. Ich frage mich immer, was der hier macht, ja? Oh. Ich muss den Koch retten. Granate. Scatter. Die kleinen Auto-Tags. This light. It's exactly what I've seen before in the sea. This is the light of the sea gods away. Die Grafik wirkt auf jeden Fall ein bisschen altbacken. Also als wenn sie da zu lange gebraucht haben, um von der koreanischen Version. Das Spiel gibt es natürlich. Ich glaube, die koreanische Version ist schon wesentlich länger auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, unter welchem Namen es dort bekannt ist. Vielleicht ist es eine 1:1 Translation. Also die Rechte liegen, glaube ich, bei Maiko. Maiko müsste das Ganze jetzt hier wieder vermarkten. Ja, also hat sozusagen die Rechte an dem Spiel in unserem Land. Und ja, das ist so. Ich denke, es hat ein klein bisschen lange gedauert, obwohl ich da immer verstehen kann, dass die Translation ja, gerade für uns in Europa immer am längsten dauert, da wir halt mehrere Sprachen in Europa haben, die abgedeckt werden müssen. Und ja, nicht die eine englische Version da reicht. Ja. Ich glaube, dann wäre das Spiel eh schon zum Scheitern verurteilt. Es sei denn, es wäre richtig gut, eine Marke, die halt wirklich jeder kennt. Ja. Ich denke, man kann hier eine ganze Menge Spaß mit haben. Ich gehe auch stark davon aus, dass es in meiner Community Leute gibt, die die koreanische Version oder mit einem English Translation Patch oder sowas schon gespielt haben. Wenn dem so sein sollte, ja, lasst es mich auf jeden Fall mal wissen und schreibt es unten in die Comments. Wait. Wir radern hier noch ein klein bisschen mal durch die Quest, damit ich euch noch ein schönes Gebiet zeigen kann. Aber ich wollte euch das zeigen, weil es hier wenigstens ein paar Fights gibt. So, jetzt. Komm schon. Und zack. Oh, er lebt noch. Zack. Eine Kampf-Cutscene vielleicht? Die wurde doch voll getroffen. Ja, der wird da bombardiert, da kann er gar nichts. Und jetzt Charge. Oh! Mit
Den Change ist ganz cool. Ah, sie konnte doch noch aufwachen. Entschuldigung, dass ich da den Text immer skippe. Ja, sowas ist. Er hat zum Beispiel Flügel, ja, und ihr wird goldene bekommen. Ein bisschen cooler. Ah, jetzt hier, Shift und W. Charge. Jetzt kriege ich meine ersten Flügel, oder was? Also, die ich auch effektiv nutzen darf. So, wir sind abgehauen. Watch out. We're going in to take a look. Hm. Jetzt habe ich sie noch nicht. Ach ja, und das ist ziemlich nice. Naruto? Kannst du dann immer hier schön rumfliegen, ja? Das Movement macht Spaß. Also im 30 gegen 30 Battlegrounds kann ich mir gut vorstellen, dass es auch sehr unübersichtlich ist. Aber das ist eigentlich ziemlich cool. Haben wir es geschafft? Let's go in. The chief might be inside. Das kenne ich doch irgendwoher. Dann bin ich jetzt schon wieder in der Höhle. Ein Boss wäre natürlich auch cool. Was habe ich denn jetzt? Na, erstmal muss ich den töten. Sieh dir den Feind an und verwende spezielle. Okay. Ein Meistershot. Okay. Alter, eine Ultimate. Okay. Ziemlich nice. Auf F1 habe ich also eine Ulti. Oh, guck mal, der Sound in der Höhle ändert sich sogar. Was bist du eigentlich? Okay, da komme ich auf eine Homepage. Das ist ein Helper. Muss ich die auch mit dem Meisterschuss besiegen? Oder kann ich die so sprengen? Hat er es jetzt geblockt oder habe ich verfehlt? Wie ein. Refer to the encyclopedia for details. Was habe ich hier verpasst? So. Okay, erstmal die Combo, ja? Dann ausweichen. Charge. Zack, 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 zack. Ausweichen. Bisschen zu spät. Ulti-Shot. Lass mal den Balken mal eben voll gehen. Einundvierzig sieht doch gut aus, oder? Ja, er ist schon ziemlich cool. I'm destined to become the most powerful demon. Alter, die Mucke. Wurde das geschnitten? Jetzt geht's richtig los. Wer ist der most powerful Demon? Anscheinend bin ich das. Eine neue Fähigkeit, die Helix-Klinge. Auf eine Helix-Klinge steht bei allen Feinden im Auslösebereich verursacht, hält 5 Sekunden lang an. Okay. Was mit dem Ei? Das habe ich ganz am Anfang gerettet. Plötzlich war alles schwarz. Meine Teufelskräfte nagen an mir. Wow!
don't you use your powers of the Warden to save Taku? Say something! Taku's your grandson! Stubborn old fool! I can't believe you're just standing here watching your grandson wither in agony! Hier zum Beispiel seht ihr das gerade. Siehe die ganze Geschichte an, um einen Forumskunden-Storypunkt zu erhalten und in Hauptstädten seltene Belohnung auszuwählen. Das geht nur, wenn man sich die Cutscenes immer zu Ende anschaut. Wir nehmen die neuen Handschuhe natürlich. Oh dear. The sea god gave you his full power. I refuse to accept this. Jawohl, Alter. Arya has been waiting at the gates of the village. Die bösen Götter haben mir ihre volle Stärke gegeben. So muss das sein. Hier kann ich immer noch, glaube ich, die Standardwaffen nachkaufen, falls ich mal, glaube ich, irgendwas verloren haben sollte. Ansonsten, wenn der alte Mann zu Ende geredet hat, haben wir hier, was haben wir denn bekommen, ja? Oh, aber Moment, was ist, das? Exklusives Paket für neue Spiele, die sich anmelden. Oh, nice. Habe ich jetzt mehr Slots? Neuen Rucksackslots freigeschalten. Da! Die Tasche des Glücks. Jawohl. Den brauche ich nicht mehr. Die Schuhe brauche ich nicht mehr. Ich hatte hier noch alles am Anfang gesammelt. Ihr kennt das Prinzip. Kann ich die Kiste mittlerweile wieder öffnen? Ja. So. Warte, wie ging das nochmal? Spring, dashen, springen. Spring gedrückt halten. Mist, ich habe die Kombo vergessen. Ist nicht ganz so wild. Ich bin nämlich schon hier. Und zwar erzähl ja von den. Moment, das bist hier. Nein, das ist mir zu traurig. Traurige Sachen hier, das ist Helly. I'm fine. Taku and I are fated. Am Anfang muss man sich halt ein klein bisschen durch die Story ballern. Klar, für manche Leute ist das, glaube ich, auch der ausschlaggebende Grund, ja, was Han halt machen möchte. Ah ja, Naruto-mäßig. Ist auch eine gute Fortbewegung eigentlich. Okay, jetzt rennt sie mit. Jetzt kann sie doch mithalten, oder was? Ja, nicht mit mir. Nee, nicht zum Koch. Da habe ich schon gearbeitet. Naruto! You are seriously injured. Open your bag and take some medication. Ups, es gibt Fallschaden. Das ist aber brutal. Ich nehme keine. Ich heile mich lieber manuell. Selbst. Mit Meditation. Oh, das dauert sehr, sehr lange. Dafür kostet es halt nicht. Nichts. Müsste ich keinen Heilgegenstand aus meinem Rucksack nutzen. Und wir sind schon Level 15. Ah, okay, das Ding solltet ihr euch aufheben, was ich jetzt geöffnet habe. Sehr stark von mir. Ja, ich glaube, oder war das hier drin? Öffne es und wertvoll kann nicht weggeworfen werden. Tägliche. Okay, das kann. Das Glücksei, je höher die Belohnung in dem Moment, je höher mein Level, desto besser die Belohnung. Auf jeden Fall bis zum Ende aufheben. Oh. Ja, Kette legen wir natürlich an. Komm, ich will den Item Shop sehen, um euch das zeigen zu können. Ah, okay, und das wird wahrscheinlich der Prolog gewesen sein. Ich habe die Skip-Animation abgebrochen. Wie ist, Alter, ist aber schön. Okay. Ah! Ladebalken wäre gekommen. Ja, grafisch ist es nicht das schickste Game. Aber das ist in der Theo oder eigentlich ja nur zweitrangig. Aber ja, ein bisschen schöner wäre natürlich immer schick gewesen. Ne? So. Hallo. Ich rede mit Jibby. Hey, lass Jibby in Ruhe. Jibby ist voll cool. Hätte ja vorher was essen können.
Was ist das? Der Kraken? Okay, Level 16 sind wir schon, Leute. Jetzt mache ich den Kraken noch fertig. Hexerklinge. Wir brauchen die neue Hexerklinge. Oh. War eine sehr kurze Animation, aber dafür eine ziemlich... Oh, ja, ausweichen ist wichtig. Ja, man sieht, wohin er castet. Ja, nicht mit mir. Zack. Und Hexer. Oh, das ist schon awesome. Ultimate. Ja, den haben wir ja. Kein nix. Das war ziemlich gut. Ist das das nächste... Das nächste Gebiet? Kommen wir zu den Wassermenschen? Ja, schon. Level 17 habe ich im Forum gelesen. Gibt dann den Item Shop. Ich will wissen, wie viel Geld man und für was ausgeben kann, ja. Schade, dass ich euch das mit den Flügeln nicht zeigen konnte. Mit den Flügeln zu fliegen macht sehr viel Spaß, weil ihr komplett steuern könnt. Also auch wieder nach oben. Natürlich auch ausdauerbedingt, klar. Zollhaus von Sulan. Oh! Ja, ja, die Sulaner. Hm. Wie man sie kennt. Bin ich vergiftet? Oder wo kommt der Mega-Blur her? Wir sind halb EP-Balken. Komm, wir skippen jetzt hier. Wir ballern da jetzt durch. This is the priestess of the abyssal. They worship the Black Empress and are skilled manipulators of water magic. Ey, das ist ja wirklich. Erinnert mich ein klein bisschen an Zelda. So mit diesen. Okay, jetzt bin ich wirklich bei den Leuten, die am, also die am Wasser leben. Oh Gott, jetzt werden wir die ganzen Shops hier wieder durchgucken. Aber jetzt habe ich gerade die Möglichkeit, den Ingame-Shop zu sehen. Prüfung der vier Könige. Ich bin bereit. Wann darf ich mit dir reden? Ich glaube, ich habe zu früh mit ihr geredet. Habe ich es kaputt gemacht? Ah, da. Okay, oh, cool. Challenge Mode. Guess what happens when these stupid creatures charge into crackling lightning at their sides. Verstanden. Alter, Bowser-Bosskampf. Okay, okay. Pay attention to his movement. Watch out, he's charging right at you. Das ist doch schon am Arsch. Trial 1 gemeistert. Bitte direkt die nächste. Ja. Oh, Ebene 2. Es geht wirklich direkt weiter. Aber er sollte es mir nicht zeigen. Das wäre geiler. Okay, ich muss auf den richtigen schießen. Muss ich jetzt aufdecken? Warum er? Mist, das war da anders. Schade. Ich selber habe es nicht gecheckt. Das Ding hat mir gerade hart geholfen durch diesen grünen Pfeil. Was war an dem Ding anders gewesen? Okay, Dodge-Skills werden trainiert. Wow. Arcade-Shooter. Sowas ist cool. Over and under. Jetzt muss ich wieder in die Mitte?
Nächstes Level versuchen. Ich zeig dir gleich versuchen. Oh, ein Big Boss. Not bad. You managed to reach stage 6. The trials will keep getting harder, so do your best. Anubis. Watch out! Take cover! Mann, die Hexerklingen bleiben sogar stehen. Wie sollte ich machen, wenn er wirklich castet? Watch out! Take cover! Der Double Charge hat mich gekriegt. Schade. Den Kampf hätte ich gerne perfekt gewonnen, aber mit dem Double Charge hat er mich gerade bekommen. Ah, shit. Nein, das war cool. Vielen Dank. Schöne Prüfung. Leider ist irgendwie die Musik weg. The trial of the four kings was established by a skilled master of the Immortal Enemies. Ich bin kurz vorm Level-Up, Leute. Wir checken das noch. Wir müssen alles checken, damit ihr den bestmöglichen Eindruck vom Anfang bekommt, ja. Klar, Story ist eine Sache. Hier sind Flügel. Ja. So kann man sich dann fortbewegen, wenn man Flügel hat. Theoretisch sogar noch ein klein bisschen schneller. Gehe zum großen Stadtportal. Ich glaube... Ja, genau. Es gibt auch eine automatische Orientierung. Aber... Oh, Level-Up. Okay, jetzt müssten wir in den Item Shop kommen. Da fliegt noch einer mit Flügeln lang. Schönen guten Tag. Das ist er. Jawohl, wir haben es geschafft. Moment, es gibt... Du hast keinen Sicherheitssperre eingerichtet, wie empfehlen. Ah, okay. Ach, man kann, damit man keine Sachen verkaufen kann, kann man ein Inventar... Ein interessantes, also wenn der Account gehackt wird, ja, muss man immer noch Ingame-Passwort eingeben, um die Sachen verkaufen zu können. Sehr interessant, ja. So, was hatten wir denn hier? Kann man sich das alles anschauen, ja. Natürlich gibt es, ja, sagen wir mal, komische Sachen. Ist natürlich klar. Ein Goldhühnchen, ist das ein Mount? Kleines Goldhühnchen, wenn ich da oben drauf sitze, ist es aber nicht klein, ja. Okay, Klamotten, ja, Mode, ich will den Preis wissen, 299, 589, ist das das teuerste? Nein, es gibt, gibt's da einen, Moment, die haben Effekte, oder? Entfernung des Hauptbereichs, aber die jeweils 8 Farbstoffe, das Ding hat keine Effekte. Ah, der ist permanent. Und der ist 30 Tage. Okay, okay. Das heißt, wir müssen immer auf die rechte Seite gucken, wenn man irgendwas dauerhaft haben will. 1689. So, wie teuer ist denn das jetzt? Geht's höher als das? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. So. Eintauschen. Jetzt wird's interessant. Hier kann man Sachen kaufen und verkaufen. Premium. Fortschritt Booster. Okay, EP-Booster, klar. Ist das kein Echtgeld-Shop? Brauch Aurumen. Das hier braucht. Aufladen. Das seht ihr leider nicht, weil es eine Homepage ist. Aber 10.000, ne, 11.000 gibt es für 100 Euro. Was hatten wir gerade gesagt? Kostet ein Outfit, wenn man jetzt weniger kauft? 19,99 Euro kriegt man 2.000. War das bei 2.000 gerade? So ungefähr, ne? So 10 bis 15 Euro kostet ein Skin. Muss man aber sagen, es scheint in dem Fall nur ein Skin zu sein. Also das hier auf jeden Fall. Das Flügel. Ja, Flügel kann man auch kaufen. Oh, Alter, die Flügel kosten 30, 40 Euro. Aber das ist bis da schon nice eigentlich. Seht mal, wie groß die fucking Flügel sind. Holy shit. Ah, schon awesome. Also, schon ziemlich cool. Okay, ja, das akzeptiere ich noch. Eine Random-Kiste. Die sind auch nice.
Okay, und ihr bekommt halt Golden, ja, wenn ihr über meinen Link anmeldet. Ja, das ist eigentlich auch schon ein sehr cooler Bonus. Okay, na, unabhängig jetzt davon, lassen wir das kurz sein. Was gibt es noch? Was gibt es noch? Was bist du? Feuerwerk, okay, auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist ein Mount, habe ich mir gerade auch schon gedacht. Die kriegt man auch so. Klamotten, also es gibt nichts. EP-Booster ist vielleicht das Einzige, wo man sagen könnte, pay to win, aber ansonsten sind das Cosmetics und das geht voll klar. Okay, ich wollte unbedingt den Item-Shop für euch checken, weil ich da sonst nicht rangekommen wäre vorher. Auch sehr interessant, dass der erst ab Level 17 verfügbar ist. Kleines Fazit, Revelation Online, ja. Kampfsystem macht sehr viel Spaß, zumindest mit der Klasse, die ich jetzt gerade spiele, dem Revolverhelden. Wie das mit den anderen ist, kann ich euch nicht sagen, habe ich nicht getestet. Aber der Revolverheld selbst macht mir viel, viel Spaß. Ich mag das Movement in dem Game, ja, also ich finde das super cool, dass man hier die Möglichkeit hat, halt sich sehr schnell fortzubewegen, mit Flügeln dann sogar noch ein ganzes Stück besser. Ja, habt ihr auch gerade schon gesehen, wie er durchgeflogen ist. Die Grafik ist leider sehr, sehr altbacken. Da denke ich, hat das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Dann hat die Translation noch ein paar Jährchen gedauert. Und jetzt sind wir endlich soweit. An sich natürlich nicht das Wichtigste. Das Ding ist free to play. Und jemand, der auf schnelle MMO steht, wo es auch mit gutem Ansatz auf PvP geht, der kann sich das gerne mal anschauen. Der Link ist in der Videobeschreibung mit den goldenen Flügeln. Das ist natürlich schon mal ganz gut ausgestattet. In-Game-Shop-mäßig scheint es sich erstmal nur um Cosmetics zu handeln, ob ihr die für 30 Tage leiht oder permanent kauft, liegt in dem Fall ja bei euch, oder ob ihr natürlich gar nicht macht, ja, in dem Fall müsst ihr es auch nicht, und ansonsten war es ein schöner Strang, dem wir gerade gefolgt sind, das heißt, man hat auch gar nicht so lange Downphase, es war immer gerade was zu tun, und ja, ich glaube, man könnte es sich mal anschauen. Vielleicht nicht das beste MMO, was ich euch bis dato mal vorgestellt habe, aber auf jeden Fall ein Anwärter, ja, der sich mal, glaube ich, lohnt reinzuschauen. Ich denke, es ist auch von Person zu Person unterschiedlich, was einem gefällt und was nicht. Ich mag das Setting ja an sich, also theoretisch könnte man sagen, ich liebe dieses Setting, ja, was hier die Architektur und die Designs und sowas angeht, die Charakter hier zum Beispiel, das ist mega awesome, ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag, ein schönes, ja, Restwochenende und einen schönen Feiertag, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.